Dies ist ein weiteres Video zum Thema Trigonometrie und es geht nochmal um Textaufgaben, diesmal um komplexere Textaufgaben. Ich habe hier die Textaufgabe schon mal in eine Skizze umgesetzt, denn das setze ich voraus, dass ihr das bisher gelernt habt und dass ihr das jetzt auch könnt. Ich übersetze das mal kurz. Es geht um ein Flugzeug, dieses Teil hier oben, was sich im Landeanflug befindet und der Landeweg ist praktisch hier ganz geradlinig bis zu dem Aufsetzpunkt. Es gibt einen weiteren Beobachtungspunkt, an dem Lisa und Tim stehen hier. Der ist 600 Meter vom Aufsetzpunkt entfernt. Und an dem Punkt kann das Flugzeug hier an dieser Position unter 9 Grad angepeilt werden und vom Aufsetzpunkt aus unter 4 Grad. Das sind die drei Größen, die gegeben sind. Und gesucht sind einmal hier der Winkel Beta und einmal hier die Seitenlänge S. Gut, in diesem Video geht es darum, herauszufinden, wie fange ich jetzt eigentlich an, eine solche komplexe Figur zu berechnen. Als erstes überlege ich mir, was für Dreiecke habe ich eigentlich, beziehungsweise was ist mein Zieldreieck. Sehen tue ich erstmal dieses Dreieck hier, dann das große Dreieck und natürlich dieses kleine Dreieck. Ich könnte mir jetzt hier noch zwei Dreiecke schaffen, indem ich hier eine zweite Höhe einzeichne, nämlich mal H2. Und dann kann ich noch dieses Dreieck hier sehen und dieses Dreieck. So, Zieldreieck ist das Dreieck, in dem ich eigentlich berechnen möchte, wo also die Größen gesucht werden. Das male ich mal hier mit einer anderen Farbe ein. So, wenn ich also hier mein Zieldreieck festgelegt habe, dann überlege ich mir als nächstes, ist das rechtwinklig oder nicht? Denn davon hängt es ab, ob ich zwei Größen oder drei Größen brauche, die gesucht sind. Die ich brauche, um das Dreieck berechnen zu können. So. Dieses Dreieck ist definitiv nicht rechtwinklig, deswegen ich brauche drei gegebene Größen. Schön wäre es natürlich, wenn ich direkt in dem Zieldreieck auch berechnen kann, wenn das Zieldreieck auch mein Startdreieck ist, also das Dreieck, mit dem ich anfange zu berechnen. Mein Startdreieck muss also direkt berechenbar sein. Ich habe also genug Größen gegeben, um das Dreieck direkt zu berechnen. Und entweder es ist direkt das Zieldreieck oder es sollte anliegend sein. Und da muss ich natürlich einen Ansatz bestimmen, mit dem ich berechne Sinus, Cosinus, Tangens, wenn es rechtwinklig ist, oder Sinus oder Cosinussatz, wenn es nicht rechtwinklig ist. Und da muss ich mir natürlich überlegen, welche der beiden Sätze nehme ich, je nachdem, welcher Kongruenzsatz gegeben ist über die drei Größen. So, erstmal muss ich also festlegen, ist mein Zieldreieck auch mein Startdreieck? Da gucke ich mal genau hin. Diese Seitenlänge habe ich nicht gegeben, diese Seitenlänge habe ich nicht gegeben, die habe ich nicht gegeben. Den Winkel Beta kenne ich nicht, den Winkel hier oben kenne ich auch nicht und Alpha kenne ich auch nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann mir Alpha berechnen, denn ich habe hier unten die 9 Grad gegeben. Und wenn ich dieses hier mal ein bisschen größer zeichne, sieht das so aus. So, ich habe das versucht, hier mal ein bisschen größer zu zeichnen. Da ich hier die Höhe h habe, trifft diese senkrecht auf die Grundlinie hier auf. Dann habe ich hier den Winkel 9 Grad. So, und jetzt möchte ich den Winkel haben. Das ist praktisch hier mein Alpha, den möchte ich berechnen. Und das ist relativ einfach, weil dadurch, dass ich hier eine Gerade gegeben habe, ist praktisch der gesamte Winkel hier einmal rüber ein Halbkreis. Das wären also 180 Grad. Entsprechend habe ich hier die 90 Grad runter. Das heißt, die beiden zusammen müssen auch 90 Grad ergeben, logischerweise. Das bedeutet also, Alpha wäre dann 90 Grad minus diese 9 Grad. Wäre also gleich 81 Grad. So, das wäre also die einzige Größe Alpha hier, die ich in meinem Zieldreieck bestimmen kann. Das reicht nicht, denn ich habe ja nicht rechtwinkliges Dreieck. Ich brauche also zwei zusätzlich. Das heißt, mein Startdreieck ist nicht mein Zieldreieck. Das heißt, ich versuche es möglichst anliegend zu wählen. Da gucke ich mal, was in Frage kommt. Da habe ich jetzt noch dieses Dreieck hier. Da habe ich hier den Winkel 9 Grad gegeben. Das ist leider auch die einzige Größe zusätzlich zu dem rechtwinkligen Dreieck. Ich kann es also nicht direkt berechnen. Das heißt, es ist nicht kein Startdreieck. Dann habe ich noch dieses kleine Dreieck hier vorne. Das ist auch anliegend, denn mein Zieldreieck und mein Startdreieck haben diese Seite hier H gemeinsam. Und entsprechend auch die Winkel, die ich ergänzen kann. Und dieses Dreieck kann ich tatsächlich berechnen. Denn ich habe hier diese Seitenlänge gegeben, 600 Meter, und den Winkel. Und da das Dreieck ja rechtwinklig ist, reicht mir das bereits aus.
mal das mal grün an. So, das ist also mein Startdreieck, mit dem ich loslege. Und jetzt, es ist direkt berechenbar, es ist anliegend, jetzt bestimme ich den Ansatz, mit dem ich rechnen möchte. Da es sich um ein rechtwinkliges Dreieck handelt, bleibt hier nur Sinus, Cosinus oder Tangens. Und sinnvoll ist es ja, gemeinsame Größen zu berechnen. Denn ich wähle das Dreieck ja nur, damit ich im Endeffekt hier irgendwann in meinem Zieldreieck auch rechnen kann, weil ich dann genug Größen dort vorhanden habe. So, das heißt, es wäre sinnvoll, hier zum Beispiel die gemeinsame Seitenlänge h zu berechnen. Das kann ich machen. Dazu muss ich mir überlegen, h wäre in Bezug auf diesen Winkel 4 Grad, den ich betrachte, die Gegenkathete. Das heißt, Gegenkathete durch hier die Ankathete, immer bezogen auf diesen Winkel 4 Grad. Das heißt, ich würde mit dem Tangens rechnen. Dann habe ich also hier die gemeinsame Kantenlänge h. Dann kann ich überprüfen, kann ich jetzt, nachdem ich also h bestimmt habe, kann ich jetzt mein Zieldreieck schon berechnen. Ich muss ja nicht das gesamte Dreieck hier berechnen, das grüne, sondern nur so viel, bis ich meine Zielgrößen berechnen kann. Jetzt gehe ich also wieder zu meinem Zieldreieck zurück und gucke, was habe ich gegeben. Ich habe gegeben bisher Alpha und jetzt h. Das sind zwei Größen, das reicht mir noch nicht, denn mein Zieldreieck ist nicht rechtwinklig, das heißt, ich brauche eine weitere Größe. Gucke ich also wieder in meinem anliegenden Dreieck, ob ich nicht vielleicht noch weitere gemeinsame Größen berechnen kann. Denn die anderen Dreiecke bringen mich immer noch nicht weiter, weil ich in ihnen überhaupt nicht berechnen kann. So, den Winkel hier unten habe ich schon genutzt, um hier Alpha zu berechnen. Bleibt also noch der Winkel hier oben. Hier oben habe ich die gleiche Situation wie hier unten. Das heißt, ich habe hier den gesamten Winkel mit 180 Grad. Und ich kann jetzt hier einmal diesen Winkel berechnen. Den nenne ich mal Delta und den Ergänzungswinkel hier, den nenne ich mal Gamma. Und Gamma plus Delta müssen zusammen 180 Grad ergeben, weil das genau wie hier unten auch wieder so ein Halbkreis ist. So, Delta kann ich berechnen, weil das ist ein Winkel hier in meinem Startdreieck. Das könnte ich über verschiedene Wege berechnen, zum Beispiel über die Innenwinkelsumme, weil ich hier 90 Grad habe, 4 Grad habe. Dann kann ich auch Delta berechnen. Und dementsprechend kann ich dann natürlich auch Gamma berechnen. Gamma ist gleich 180 Grad minus Delta. Und dann habe ich in meinem Zieldreieck, in dem gelben hier, tatsächlich drei Größen gegeben. Was mache ich dann? So, sobald ich in meinem Zieldreieck ausreichend viele Größen habe, überlege ich mir, welchen Ansatz ich jetzt wähle in meinem Zieldreieck. Mein Zieldreieck ist nicht rechtwinklig, deswegen bleibt nur der Sinussatz oder der Cosinussatz. Ich muss also über den Kongruenzsatz, den ich jetzt habe, festlegen, ob ich den Sinussatz oder den Cosinussatz wähle. Wenn ich mir das hier unten mal angucke, dann habe ich hier diese Seite gegeben, diesen Winkel und diesen Winkel hier. Das heißt, der Kongruenzsatz, der gegeben ist, ist W S, W. Und das ist definitiv für den Sinussatz. Das heißt, das ist der Ansatz, den ich wähle. Jetzt kann man nachgucken, wie der Sinussatz lautet oder man hat ihn im Kopf und überlegt sich jetzt, wie man aus den drei gegebenen Größen hier noch Beta und S berechnen kann. Das sollte so als Vorgehen klar geworden sein. Könnt ihr auch aus euch als kleinen Algorithmus vielleicht einfach mal aufschreiben. Zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher seid, dass ihr die wichtigsten Informationen aus diesem Video auch verstanden habt. Und gerne diese Aufgabe einfach mal bis zum Ende durchrechnen.